Moment und der tausend Leute kennt. Das ist Tobi, Checker Tobi, Checker Tobi! Oh, hallo Leute. Ich wollte gerade laufen gehen, hab mich ein bisschen warm gemacht. Fehlen nur noch die Schuhe. Gib mal bitte meine Laufschuhe. Meine Laufschuhe, Mann, das sind Holzschuhe. Nee, die richtigen Sportschuhe. Haha, sehr witzig. Also, nee, meine Laufschuhe jetzt, gib mal bitte. Genau. So, und ihr wisst jetzt auch, worum es heute geht. Es geht nicht ums Laufen, es geht um Schuhe. Wo ist denn der zweite Schuh? Wie, der hat dir zu sehr gestunken. Also wirklich, vielen Dank auch. Schuhe gibt's in den unterschiedlichsten Formen und Farben. Es gibt super praktische Schuhe für unseren Alltag, Schuhe, in denen wir hoch hinaus oder tief auf den Meeresgrund wollen oder um neue Rekorde aufzustellen. Einer der teuersten Schuhe der Welt besteht aus Leder und Seide und ist mit über 200 Diamanten besetzt. Er kostet über 14 Millionen Euro. Verrückt, oder? Unsere Füße wachsen, bis wir etwa 16 Jahre alt sind. Gerade als Kind braucht man deswegen besonders häufig neue Schuhe. Ich check heute mit Schuhmacherin Luisa, aus wie vielen Einzelteilen ein Schuh besteht und darf beim Schustern mithelfen. Mit Steven finde ich raus, mit welchen Schuhen die Menschen früher so unterwegs waren. Und ich verrate euch, warum Schuhe stinken und was ihr dagegen tun könnt. Also, alle bereit? Dann kommt hier der Schuhcheck. Und jetzt die Checker-Fragen. Und die hat mir heute jemand in die Schuhe geschoben. Was ist ein Leisten? Warum stinken Schuhe? Und welche Schuhe trugen die Menschen früher? Das check ich für euch. Als erstes bin ich in Landsberg am Lech. Hier bin ich mit Schuhmacherin Lou verabredet. Und guckt mal, was für tolle Schuhe sie herstellt. Richtig schick. Mal gucken, ob ich das heute auch so hinbekomme. Hallo Lou. Hey Tobi. Guten Tag. Grüß dich, ne? So. Oha. Ja. Genau. Das sind alles Bauteile, die wir für den Schuh brauchen. Kannst du dir schon irgendwie grob vorstellen, was da liegt? Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, dass das hier der obere Teil des Schuhs ist. Außerdem ist der Schnürsenkel drin. Ja. Deshalb schätze ich mal, das ist der Teil, der halt hier so das obere vom Schuh ergibt. Genau, du warst schon gar nicht schlecht. Also das ist der Schaft, das ist das Oberteil vom Schuh, das ist ganz richtig. Mhm. Und das sind im Prinzip die Teile, woraus dieses Teil besteht. Ah. Ich habe den Schaft nur schon genäht, weil das wirklich lange dauert, den zu machen. Und ansonsten, das hier sieht halt aus wie eine Sohle, würde ich sagen. Also das hat ja die Form von einem Fuß oder von einem Schuh. Dann schätze ich, dass das irgendwie hier so drauf sitzt und dann muss das alles noch irgendwie dazugebaut werden und dann ist der Schuh fertig. Genau. Allerdings ist es nicht die Sohle, die am Boden ist, sondern es ist die Sohle, die am Fuß ist. Aha. Das ist unsere Brandsohle, das Herzstück vom Schuh. Herzstück deswegen, weil an der sogenannten Brandsohle die einzelnen Teile des Schuhs angebracht werden. Zu einem Schuh gehören meistens auch ein Absatz und natürlich eine Sohle, mit denen man dann über die Straße läuft. Viele Schuhe, die Lou anfertigt, bestehen aus Leder, also aus Tierhaut. Leder kann sich nämlich super an den Fuß anpassen und ist richtig robust. So, und jetzt bin ich gespannt, wie man die Einzelteile zusammenbaut. Was ist denn jetzt der erste Schritt? Ich erkenne hier schon mal so einen Holzfuß quasi. Genau, das ist wirklich ein Holzfuß. Das ist unser Leisten. Stopp mal, das war doch die erste Checker-Frage. Was ist ein Leisten? Das ist unsere Schablone, die wir jetzt für den Schuh brauchen. Das ist wirklich im Prinzip die Fußform von dem Kunden in ein Stück Holz übertragen. Ah, okay. Also das heißt, wenn ein Kunde, eine Kundin kommt und will wirklich einen Schuh von dir, dann guckst du dir ganz genau den echten Fuß an und vermisst den richtig. Mhm. Und dann entsteht daraus eben ja, so der Fuß aus Holz. Damit wir direkt loslegen können, hat Lou die Brandsohle schon mal an den Leisten genagelt. Los geht's jetzt mit der sogenannten Hinterkappe. Die Kappe legt Lou kurz ins Wasser, damit das Leder weich wird. So können wir es besser bearbeiten. Danach kleben wir die Hinterkappe mit einem Schuhspezialkleber am Schaft fest. Jetzt wird's spannend. Jetzt kommt der Leisten. Genau. Mhm. Wichtig ist, dass wir das jetzt hier gerade da drüber bringen. Jetzt muss jeder Handgriff sitzen. Mit einem Spezialwerkzeug
zieht Lou das Leder straff und fixiert es mit Nägeln an der Brandsohle und damit am Schuh. Die Nägel ziehen wir später wieder raus, sonst wäre das eine sehr pieksige Angelegenheit. Und jetzt darf ich auch mal. Au, au, au. Mist, jetzt habe ich mit dem ersten Ding voll auf den Finger gehauen. Jetzt geht's vorne weiter. Wir hämmern den unteren Teil des Schafts fest. Damit der Kleber richtig gut hält, schlage ich die Nägel nochmal um. Ist der Kleber trocken, kommen die Nägel wieder raus. Und das heißt nochmal, alles schön fest und glatt hämmern. Ich muss kurz mal was feststellen. Das sieht jetzt aus wie ein Dackel mit Schlappohren. Von vorne, oder? Das sieht wirklich aus wie ein Hund mit Schlappohren gerade. Wie so ein Dackel. Dann kommt die Vorderkappe. Das Leder in Wasser tauchen und das Spiel beginnt von vorn. Kleber drauf, die Kappe richtig platzieren und dann hämmern, was das Zeug hält. Das ist echt richtig viel Arbeit. Gut, dass Lou und ich uns abwechseln. Der Leisten ist ein Stück Holz, das die Form eines Fußes hat. Ein Leisten hilft beim Bau eines Schuhs. Gecheckt. So, es wird immer mehr zum Schuh. Aber so ein paar Zwicken müssen da noch rein, ne? Ja. Und weil das eine Weile dauert, gibt es für euch so lange die Mitmachfrage. Woher stammt der Begriff Sneaker? A. Von dem englischen Wort to sneak, also schleichen. Oder B. Von einer berühmten Sportlerin namens Claire Sneak. Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. Leute, ich brauche jetzt mal eine Pause. Das Hämmern ist echt anstrengend. Sag mal, die allermeisten Schuhe, die man heute so kaufen kann, die werden ja jetzt nicht so aufwendig hergestellt wie das, was wir heute machen. Nee, die meisten Schuhe, die wir heute kaufen, sind tatsächlich in Fabriken hergestellt. Im Prinzip sind die vom Grundaufbau her genauso wie die Schuhe, die wir jetzt hier machen, nur einfach von Maschinen produziert mit eventuell günstigeren Materialien und entsprechend schneller und günstiger geht das Ganze dann. Ja. Was aber leider oft auf Kosten derjenigen passiert, die die Schuhe herstellen. Absolut, natürlich. In Deutschland werden jährlich über 400 Millionen Paar Schuhe verkauft. Die meisten davon werden in sogenannten Billiglohnländern wie China, Indien oder Vietnam produziert. Die Arbeitsbedingungen dort sind oft richtig schlecht. Das heißt, es gibt lange Arbeitstage, kaum Pausen und dann verdienen die Menschen oft auch noch so wenig Geld, dass sie davon kaum leben können. Außerdem werden die Menschen durch ihre Arbeit manchmal krank, weil sie mit giftigen Chemikalien arbeiten müssen und niemand auf ihren Schutz achtet. Und das nur, damit die Schuhe am Ende möglichst wenig kosten. Sag mal, du reparierst doch auch Schuhe, oder? Ja, hauptsächlich mache ich das sogar. Genau. Reparieren macht auch unglaublich viel Sinn, also allein wenn man an die Nachhaltigkeit denkt. Alles, was ich reparieren kann, muss ich nicht wegschmeißen, produziere keinen Müll und es bleibt sozusagen im Umlauf. Ne? Mhm. Genau, weil immer wenn man was Neues herstellt, braucht man neue Materialien. Es werden ganz sicher jedes Mal irgendwie Schadstoffe in die Umwelt abgeleitet und so weiter. Das heißt, es ist einfach besser für die Umwelt, fürs Klima, für die Erde. Es ist nachhaltiger, wenn man Schuhe noch reparieren kann, dass man das dann auch machen lässt. Absolut. Lieber reparieren statt wegwerfen. Sag mal, was auch noch wichtig ist, damit Schuhe möglichst lang halten, ist sie gut zu pflegen, also zu putzen und so weiter. Absolut, ja. Meine sind jetzt ja ganz okay. Aber guck mal, zum Beispiel Timmys Schuhe hier. Oh, ja. Tim, darf ich mal deine Schuhe sehen kurz? Danke. Da könnte man ja schon noch mal was optimieren. Oh, unbedingt, ja. Lederschuhe brauchen viel Feuchtigkeit. Ähnlich wie unsere Haut. Deshalb schmieren wir sie mit Schuhcreme ein. Und das Wichtigste danach, richtig gut bürsten. Das fängt richtig an zu glänzen, wenn du das so polierst. Ganz noch. Genau. Und je länger ich da jetzt weitermache, desto mehr glänzt es. Wirklich? Ja. Aber so ist eigentlich schon super, oder? Okay, komm, wir machen mal den Vergleich. Ja. Also, Timmys Schuh einmal kurz geputzt und poliert und Timmys alter Schuh. Das ist schon echt ein gehöriger Unterschied. Na komm, dann machen wir den anderen auch gleich noch. Sag mal, was macht man denn mit so Sneakern, wie ich sie jetzt anhab? Eben nicht solchen guten Lederschuhen wie jetzt Tims, sondern wenn ich einfach so weiße Sportschuhe habe, wie meine zum Beispiel? Im Prinzip kannst du zur Schuhreinigung von einem Leder und auch bei Textilschuhen einfach Wasser und Spüli nehmen. Na, das sind doch super Tipps. Wie es mit dem Schuhbau bei Luisa weitergeht, seht ihr später. Für euch gibt es jetzt erstmal die zweite Checker-Frage. Warum stinken Schuhe? Ja, okay, vielen Dank. Auch dann erkläre ich es an deinen Fußballschuhen. Ihr kennt das, ne? Dass manchmal
Schuhe richtig eklig stinken können. Klar, wenn wir Schuhe tragen, dann wird unseren Füßen warm und sie fangen an zu schwitzen. Schweiß, den unsere Schweißdrüsen an den Füßen absondern, der riecht erstmal nach gar nichts. Denn Schweiß besteht zu 99% aus Wasser und Wasser riecht nach nichts. Aber die Schuhe fangen an zu stinken, wenn der Schweiß in den Schuhen nicht richtig trocknet. Denn dann entstehen die idealen Lebensbedingungen für diese Typen hier, für Bakterien. Die lieben es nämlich, wenn es schön warm ist und feucht. Solche Bakterien leben bei uns überall auf der Haut. In der Regel schützen die uns vor Krankheiten und sind ungefährlich. Und während sich die Bakterien da unten so richtig wohlfühlen, fressen sie den Fußschweiß und Hautschuppen, die wir verlieren. Man kann sagen, dass so Schweißfüße für Bakterien ein richtiges Festmahl sind. Und dann passiert, was bei uns allen passiert, wenn man sich so richtig satt gegessen hat. Die Bakterien müssen kacken. Und dabei entstehen unter anderem Säuren, die nach kräftigem Käse riechen, nach Kohl und nach Essig. Also kein Wunder, dass Schweißfüße dann stinken. Mit so ein paar Tipps könnt ihr aber den Gestank in den Schuhen auch wieder loswerden. Es hilft zum Beispiel, wenn man Backpulver in die Schuhe streut, so, und das dann über Nacht einwirken lässt. Am nächsten Tag einfach raussaugen und der Gestank ist sicherlich ein bisschen weniger. Und wenn die Treter so richtig stinken, einfach mal ins Tiefkühlfach legen und über Nacht einfrieren. Denn das tötet einige der Bakterien ab. Und was natürlich immer hilft, die Schuhe richtig gut trocknen und auslüften lassen. Die Bakterien in unseren Schuhen fressen Schweiß und Hautschuppen. Anschließend entstehen vor allem fies riechende Säuren. Gecheckt. Als nächstes bin ich mit Steven verabredet. Er ist Schuhtechniker und weiß jede Menge über Schuhe und ihre Geschichte. Heute will er mir ein paar ganz besondere Modelle zeigen. Und um sie perfekt zu präsentieren, bauen wir uns erstmal so einen kleinen Laufsteg auf. So, das ist doch super. Sag mal, wie viele Paar Schuhe hast du zu Hause? Ehrliche Antwort, über 30. Ehrlich? Ja. Wow, das ist schon ganz schön viel. Hast du einen größeren Schuhschrank? Sowas hier irgendwie, ne? Bisschen kleiner, aber länger. Sag mal, was liebst du so sehr an Schuhen? Ich persönlich mag die Vielfalt an Schuhen, denn es gibt eigentlich immer wieder die Chance, eine neue Person darzustellen. Also man kann eigentlich in verschiedene Rollen schlüpfen. Klar, also wenn ich jetzt einen schicken Herrenschuh anziehe, wirke ich natürlich immer ein bisschen seriöser, wie wenn ich jetzt einen Sneaker oder sowas trage über den Tag. Es kommt immer darauf an, welches Bild ich gerade vermitteln möchte. Gut, wir könnten ja auch mal gucken, wie lässig wir so aussehen mit verschiedenen Schuhen an den Füßen. Ja, sehr gerne. Na dann, los geht's! Also ich muss ja sagen, das macht mir richtig viel Spaß. Wir laufen hier noch eine Weile auf und ab und für euch gibt's so lang die dritte Checker-Frage. Welche Schuhe trugen die Menschen früher? Also vor 100.000 Jahren wurden noch gar keine Schuhe getragen. Da waren die Leute barfuß unterwegs. Vor circa 30.000 Jahren begannen sie dann einfach Tierhäute sich um die Füße zu wickeln. Und da sah man ja schon, also die Leute haben wirklich dann versucht, sich praktisch irgendwie einen Schutz um die Füße zu bauen. Um mehr über die Geschichte der Schuhe zu erfahren, hat Steven ein kleines Quiz für mich vorbereitet. Und hier habe ich schon deine ersten Schuhe. Mhm. Du kannst mir jetzt mal sagen, was du denkst, was für ein Schuh das sein könnte. Also sie sehen auf jeden Fall sehr alt aus und auch sehr einfach gemacht. Innen drin, guck mal, ist ganz viel Stroh. Vielleicht sind es die Hausschuhe von einem König oder so im Mittelalter auf dem Schloss, wenn er von seinem Bett aufs Klo geschlurft ist. Na, nicht ganz. Nicht? Nein. Wirklich? Vielleicht hilft dir dieses Kostüm ein bisschen dazu. Also noch viel früher? Wesentlich früher. Also das ist natürlich eine ganz einfache Kleidung irgendwie. Das ist ja eher so Steinzeit-Outfit. Es gab so einen ganz bekannten Steinzeitmenschen. Ötzi. Genau, das waren Schuhe, die Ötzi getragen hat. Ötzi nennt man die Mumie eines Mannes, der vor knapp 5000 Jahren in den Alpen gelebt hat. Vor etwa 30 Jahren hat man seine eingefrorene Mumie in einer Gletscherspalte entdeckt. Durch das Eis war vieles, was Ötzi bei sich trug, sehr gut erhalten. Auch seine Schuhe. Deswegen weiß man heute, wie seine Schuhe aussahen und konnte sie nachbauen. Ötzis Schuhe sahen also fast so aus wie die hier. So, Steven hat gesagt, für das nächste Paar Schuhe muss ich mir die Augen verbinden. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Wo bist du eigentlich? Ich bin hier. Aha. Und hier ist der nächste Schuh zum Probieren.
Okay, also ein Lederschuh, glaube ich. Und der hat unten dran so komische kleine Stachel. Ah, vielleicht sind das so Stepptanzschuhe. Na, nicht ganz. Dann nimm mal die Augenbinde ab, vielleicht wird es dann ein bisschen einfacher. Oh, wow. Die habe ich mir viel modernere Schuhe vorgestellt. Und ehrlich gesagt, ich glaube, ich hatte sowas schon mal an. Kann es sein, dass ich die im Römercheck anhatte? Genau. Also bei den Schuhen handelt es sich gerade hier um Römersandalen. Guck mal, im Römercheck bin ich als römischer Soldat verkleidet und trage die passenden Sandalen. Also die Nägel, die sie da reingemacht hatten, die wurden einfach dafür angebracht, dass sie zum einen einfach ein bisschen Halt auf dem Boden haben und eben auch nochmal, dass diese Ledersohle einfach geschützter ist. Das heißt, dass die nicht so schnell beschädigt wird oder sich abläuft. Und ist es nicht aber so, dass Fußballschuhe sich das heute irgendwie davon so ein bisschen abgeguckt haben? Könnte man schon sagen, weil vom Prinzip ist es ja genau das Gleiche. Ja. Die Stollen haben die Funktion, dass die Spieler nicht rutschen, selbst wenn der Rasen nass ist. Mhm, genau. Und hier sind die nächsten Schuhe für dich. Okay, also ich finde, das sieht man auf den allerersten Blick, das müssen Schuhe von irgendwelchen Hofnarren sein. Oder? Tatsächlich nicht. Nicht? Eher im Gegenteil. Wirklich? Ja. Oh Mist. Also diese Schuhe sind sogenannte Schnabelschuhe. Erkennt man ja ein bisschen schon an der Form, also an der Spitze. Mhm. Die symbolisiert einen Schnabel. Ja. Und die Schuhe wurden nicht von jemandem getragen, den man belächelt, sondern wirklich von sehr wohlhabenden Leuten. Mhm. Das zeigt sich auch an den verschiedenen Schnabelspitzen und vor allem an den Schnabellängen. Die konnten zum Teil bis zu 75 cm lang sein. Also höher als der Tisch? Ja. Oder so ungefähr? Und deswegen haben wir hier auch dann diese Schnur. Da musste dann einfach am Knie festgebunden werden, nein, damit man beim Laufen nicht die ganze Zeit diesen Schnabel auf den Boden knallt. Zum Schluss zeigt mir Steven noch die sogenannten Trippen. Man trug sie über den feinen Schuhen, um die zu schützen. Im Mittelalter lag viel Kacke, Pipi und auch Müll auf den Straßen. Denn Klos waren super selten und eine Kanalisation, wie wir sie heute kennen, gab es noch nicht. Ich probiere das jetzt mal aus. Das Wort trippeln, also so kurze, schnelle Schritte machen, stammt übrigens von den Trippen ab. Ha, geschafft! Es ist eine wackelige Angelegenheit mit den Trippen, aber ich wäre dank dieser Dinger jetzt hier durch diese Kackeparade gekommen, ohne dass mir irgendwas am Schuh kleben geblieben wäre. Steven, mir hat das richtig viel Spaß gemacht heute mit dir, einmal durch die Geschichte der Schuhe zu wandeln. Vielen, vielen Dank. Sehr gern. Das hat mich auch wirklich gefreut, hier zu sein. Römische Soldaten trugen Sandalen mit Nägeln in der Sohle und im Mittelalter waren Schnabelschuhe und Trippen super angesagt. Gecheckt. Guckt mal, solche Schuhe kennt ihr bestimmt, sogenannte Sneaker. Das Wort Sneaker kommt aus dem Englischen und leitet sich ab von to sneak. Und das heißt übersetzt so viel wie schleichen oder sich anschleichen. Hört mal. Dank der Gummisohlen hört man da nämlich fast nichts. Die ersten Schuhe mit Gummisohlen wurden so vor ungefähr 150 Jahren hergestellt. Davor gab es fast nur Schuhe mit Schuhsohlen aus hartem Leder. Und die waren ganz schön laut. Und wegen der Gummisohlen waren solche Sneaker aber nicht nur total leise, sondern auch sehr leicht und sehr flexibel. Und guckt mal, deshalb konnte man mit diesen Gummisohlen super so abrollen. Und genau deshalb hat sich der Sneaker sehr schnell zu einem reinen Sportschuh entwickelt. Also wurde vor allem von Leuten getragen, die viel Tennis spielen oder Basketball oder auch Leute, die viel laufen gehen, also joggen gehen. Vor knapp 50 Jahren haben die Menschen dann angefangen, den Sportschuh als Freizeitschuh auf der Straße zu tragen. Vor allem Jugendliche und Fans der Rap- und Hip-Hop-Szene. So wurde der Sneaker nach und nach immer bekannter und zu einem richtig beliebten Modeartikel. Naja, und heute ist es ganz normal, Sneaker in allen möglichen Alltagssituationen zu tragen. Zur Hochzeit, im Urlaub oder auch einfach im Bett. Vielleicht nicht zu jedem Anlass. Zurück zu Schuhmacherin Lou. Mit unserem fast fertigen Schuh geht's noch an die Schleifmaschine. Da entfernen wir die letzten Unebenheiten beim Leder. Dann klappen wir den oberen Teil des Schafts runter und guckt mal,
So langsam wird's was. So, jetzt sieht das eigentlich aus wie ein fast schon fertiger Schuh, nur unten ist noch nicht so weit. Jetzt kommt eigentlich der Boden dran. Ganz genau. Die Sohle darf ich ausschneiden. Bei so dickem Leder gar nicht einfach. Das ist richtig anstrengend. Genau, es muss ja auch so dick sein. Du magst ja nicht jeden Stein durch deinen Schuh spüren, ne? Ja. Aber das war der letzte Schnitt. Ta-ta-ta-ta. Bald haben wir es geschafft. Vorher müssen alle Nägel raus und zwischen die Sohle und das Oberteil des Schuhs kommt ein Rahmen als Verbindung. Guck mal, so sieht die Kante von unten und so von oben aus. Fehlt nur noch der Absatz und dann wäre der Schuh schon fertig. Das schaffen wir aber heute alles nicht mehr. Und deshalb hat Lu eine Überraschung für mich. Schau mal. Du hast schon einen fertig gemacht. Ja. Ist es der rechte zum linken? Genau. Ach so. Ach cool. Den könnte man jetzt schon anziehen. Der ist fertig geklebt und alles. Der ist fix und fertig. Das Einzige, was wir noch haben, ist Der Leisten ist noch drin. Genau. Und den darf ich jetzt ausleisten. Lu sagt, das ist die Geburtsstunde des Schuhs. Zum Ausleisten braucht man so einen Leistenhaken. Der obere Teil ging ja ganz einfach, aber der untere Teil... ist wirklich nicht so leicht. Ja! Wow! Super gemacht! Da ist doch ein super Schuh draus geworden. Ja, oder? Also bisher wirklich nur einer, aber ich finde ihn richtig schön. Schön. Es hat mir richtig Spaß heute gemacht, Lu. Vielen Dank, dass ich helfen durfte und da sein durfte. Hat mir echt ganz viel Spaß gemacht, dass du da warst. Dankeschön. Danke sehr. Ihr habt es wahrscheinlich gerade gelesen, ich habe einen Schuhputzservice aufgemacht. Und ich muss sagen, die Kundschaft kommt, sie lässt sich nicht lumpen. Ich habe eine Menge zu tun. Das Geschäft brummt, wie man so schön sagt. Und fertig. Alle Schuhe geputzt. Tobis Schuhputzservice war sehr erfolgreich und jetzt habe ich Feierabend. Och Mann, Tim. Also wie sehen die denn aus? Da bin ich ja schmutziger als die Schuhe, wenn ich die jetzt putze. Na gut. Dann gibt's für euch jetzt die Antwort auf die Mitmachfrage. Und ich mache halt später Feierabend. Ich wollte von euch wissen, woher stammt der Begriff Sneaker? A. Von dem englischen Wort to sneak, also schleichen, oder B, von einer berühmten Sportlerin namens Claire Sneak. Na, habt ihr die Lösung entdeckt? Guckt mal. Das Wort Sneaker kommt aus dem Englischen und leitet sich ab von to sneak. Und das heißt übersetzt so viel wie schleichen oder sich anschleichen. Richtig ist also Antwort A. So, liebe Leute, das war's vom Schuhcheck. Ich muss sagen, die Runde gerade, die hat mir nochmal so richtig gut getan. Mit den richtigen Laufschuhen geht einfach alles viel besser. Und du könntest übrigens mal noch ein Ründchen mitkommen, weil das würde dir auch ganz gut tun. Die falschen Schuhe an. Okay, also mit Holzschuhen kann man natürlich nicht laufen gehen. Wieso trägst du sowas beim Drehen? Das ist doch auch nicht gesund. Naja, dann laufe ich halt allein noch ein Ründchen und ihr macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Warte! Manchmal flint und